Hi, mein Name ist Luis und wir schauen uns heute an, wie man mit Neospace ein Modell bearbeitet und online hochlädt. Als erstes klicken wir in der Mitte auf die Schaltfläche, wählen unser Modell aus und klicken Öffnen. Wenn das Modell geladen ist, können wir über Scene die Beleuchtung anpassen. Unter Environment Lighting können wir verschiedene Beleuchtungen auswählen. Hier nehme ich am Schluss Aircraft Workshop, da der Rahmen dadurch eine schönere Reflexion bekommt. Als nächstes ändern wir die Farbe vom Rahmen. Dafür gehen wir auf den Material Tab, wählen Model aus und klicken auf den Rahmen, um das Material davon auszuwählen. Wir können entweder im Color Picker die Farbe verändern oder direkt mit einem Hexcode eine bestimmte Farbe auswählen. Jetzt wollen wir noch animieren, wie die Batterie aus dem Fahrrad genommen wird. Im Animation Tab erstellen wir als erstes eine Animation, die nennen wir am besten erstmal Batterieentnahme. Mit Enter bestätigen wir das Ganze und wählen jetzt das Teil aus, das wir animieren möchten. Damit die Animation leichter geht, bewege ich noch den Ursprungspunkt der Batterie. Der wird auch hochgepackt. Ein bisschen zur Seite muss er auch noch, damit es besser geht. Ja, so. Ja, so passt das ungefähr. Jetzt setzen wir den ersten Keyframe für Position und Rotation. Danach gehen wir zu Frame 60, also nach einer Sekunde, rotieren die Batterie ein wenig, sodass er rausgenommen werden kann, und setzen wieder unsere Keyframes für Rotation und Position. Nochmal 60 Frames später, also noch eine Sekunde später, bewege ich die Batterie etwas nach oben, sodass sie nicht oben gegen den Rahmen stößt, und setze wieder unseren Keyframe. Zum Schluss, nochmal eine Sekunde später, bewege ich die Batterie ein bisschen heraus, sodass sie jetzt ganz entnommen ist und setze wieder meinen Position und meinen Rotation Keyframe. Jetzt können wir die Animation nochmal abspielen und sehen, dass alles passt. Bevor wir das Modell jetzt hochladen, können wir es noch optimieren, um Speicherplatz zu sparen. Dafür gehen wir in den Optimize Tab. Wir lassen Texturkomprimierung an und klicken auf Optimize. Nach kurzer Zeit sehen wir, dass die Größe des Modells um ca. 90% reduziert wurde. Wir speichern das Modell ab, drücken hier auf Speichern und oben sieht man, dass jetzt auch das optimierte Modell geöffnet ist. Um hochzuladen, gehen wir links auf Share. Wir lassen das Häkchen bei Enable AR und iOS Devices da, damit das Modell später auch bei Apple-Geräten in AR wirkt. Und klicken auf Generate Public Link. Wenn ich jetzt auf das Browser-Icon links klicke, öffnet sich der Browser mit dem Modell. Hier kann jetzt im Nachhinein noch die Beleuchtung geändert werden, Animationen pausiert werden und wenn mehrere Animationen auf dem Modell liegen, zwischen diesen gewechselt werden. Wenn wir den QR-Code scannen, können wir das Ganze dann auch noch auf Mobilgeräten betrachten und da dann auch in AR.